Schönen guten Tag. Wir sitzen hier zusammen, Corona-konform mit Mund-Nasen-Bedeckung, die Frau Lips und der Herr Dr. Zimmermann, beides Bundestagsabgeordnete hier im Odenwaldkreis, die Frau Bräunig, Redaktionsleiterin, Odenwälder Journal und ich. Ich bin Volker Zaborowski, Chefredakteur vom Odenwälder Journal. Wir haben heute eingeladen in die Räumlichkeiten des Verlages, um ein Podcast zu produzieren, ein Zweiergespräch zu begleiten zwischen den beiden Bundestagsabgeordneten zum Thema Ukraine. Wir möchten die Einschätzung der Gesamtsituation erfahren, der beiden erfahrenen Politiker zu dieser Situation, die uns hier alle sehr beunruhigt. Wir haben eine Kriegssituation, eine sehr schlimme Kriegssituation im Herzen Europas, eine Situation, die wir uns alle nicht haben vorstellen können, und wir versuchen, die Situation ein bisschen einzuordnen. Von daher herzlich willkommen bei uns. Und ich habe das Gefühl, das kriegen wir auch mit in viel Diskussion, dass viele Menschen in der Tat die Angst vor einem dritten Weltkrieg haben. Teilen Sie diese Angst oder sind wir da vielleicht schon irgendwie mittendrin? Wie schätzen Sie die Situation ein, dass es in der Tat derart gefährlich eskalieren könnte? Also wir achten ja schon drauf, alle miteinander, dass es eben nicht eskaliert. Das hat etwas mit der NATO zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass wir die Kräfte und alles aus der Ukraine fernhalten. Das tut uns verdammt weh, wenn man sieht, wie Bomben fallen, aber kein Flugkorridor, keine Flugverbotszone da einrichten kann. Also man würde wirklich gerne mehr tun. Man sieht auch, wie an den Rändern der Ukraine, in allen Ländern, die NATO natürlich jetzt massiv das Drohpotenzial hochfährt. Aber es wird peinlich darauf geachtet, den Schritt eben nicht weiterzugehen. Mehr können wir im Moment nicht tun an dieser Stelle. Aber ich sehe im Moment das Thema Dritter Weltkrieg jedenfalls noch nicht. Die Frage ist, welche Eskalationsstufen von Seiten Putins eventuell noch ausgehen, wo er versucht, wo er treibt, wo er ausreizt oder anderes mehr. Wo wäre denn Ihre persönliche rote Linie, wo Sie sagen würden, wir brauchen eine Überwachung des Luftraums, wir brauchen weitere Schritte, auch militärischer Art? Ja gut, es gibt zwei Dinge. Das erste ist, es passiert etwas im NATO-Raum. Das ist das eine, wobei natürlich auch spannend die Situation werden kann, wenn wir jetzt das Thema Finnland nehmen. Finnland ist kein NATO-Land, es ist aber EU-Land. Und da gibt es auch eine Beistandsklausel. Also das ist so ein Moment, wo man sagt, und das Zweite ist, was machen wir? Und die Frage ist absolut berechtigt, wenn das Thema Chemie- und Biowaffen zum Einsatz kommt. Das ist dann eine Eskalationsstufe, wo wir vieles, glaube ich, noch bewerten müssen. Ja, ich glaube erstmal, dass ist natürlich, dass wir alleine jetzt schon darüber reden, ob das Thema Dritter Weltkrieg ein Thema ist, zeigt ja schon, dass sich was massiv verändert hat. Ich sehe das genauso. Wir sind da glücklicherweise momentan weit davon entfernt. Aber ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, da jetzt sehr genau aufzupassen. Denn Geschichte wiederholt sich durchaus ja immer. Und gerade mit Blick auf den Ersten Weltkrieg zurück, spricht man ja häufig davon, im Schlafwagen damals in diesen Konflikt. Und ich glaube, es ist eben ganz wichtig, eben jetzt nicht im Schlafwagen zu sitzen, sondern sehr, sehr aufmerksam zu sein und sich eben auch im Klaren zu sein, welche Konsequenzen eigenes Handeln auch hat. Ich glaube, da gibt's, wir haben da alle das gleiche Bauch- und Herzgefühl, wenn wir die Sache anschauen. Aber jetzt ist vor allem eben Hirn gefragt, weil wir können uns nicht den Emotionen hingeben, so sehr wir das wahrscheinlich alle gerne tun würden, weil wir eben genau jetzt die Verantwortung auch dafür tragen, dass aus diesem Konflikt nicht noch ein viel größerer wird. Das, was mich vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Jens, ein Stück weit auch umtreibt, ist eigentlich die Frage, wie kann das, wenn es gut enden sollte, wie kann das eigentlich gut enden? Es fehlt mir im Moment ein bisschen leider die Fantasie dafür. Wir alle wissen inzwischen, dass Putin sich das ein Stück weit anders vorgestellt hat. Vielleicht, weil er andere Informationen hatte oder nur Einflüsterer hatte.
ist jetzt Makulatur, aber dass sich er es zumindest leichter vorgestellt hat. Und jetzt ist er in einer Situation, wo er auf Dinge trifft, womit er gar nicht gerechnet hat. Das eine sind natürlich die starken Sanktionen, können wir später nochmal drauf zurückkommen. Und das, also dass der Westen zusammensteht und natürlich diese unglaubliche Leistung, diese Kampfbereitschaft, die aus der Ukraine hervorgeht. So, jetzt kommt er irgendwie keinen Schritt, zumindest auf dem bisherigen Weg, weiter voran. Das macht ihn ja unberechenbarer. Und, ja, und das ist das, was mich ein Stück weit vielleicht im Moment am meisten umtreibt. Also welche Eskalationsstufe ist er bereit zu gehen? Wo ist das Stopp? So, und definitiv, und das macht es für uns auch potenziell wieder schwerer, weil aus meiner Sicht könnte das natürlich bedeuten, dass wir früher oder später, also nicht wir beide, aber sozusagen europäische und westliche Regierungschefs und Chefinnen möglicherweise mit ihm wieder an einen Tisch sitzen müssen, um über eine Zukunft zu verhandeln. Und auch das ist, sage ich mal, eigentlich ja eine Zumutung. Das will man weder Joe Biden noch Emmanuel Macron noch Olaf Scholz eigentlich zumuten, zu sagen, so, jetzt setzt euch mal mit Putin hin und verhandelt mal irgendwas. Und natürlich wird die Verhandlungsposition für Russland ja auch momentan von Tag zu Tag gefühlt nicht leichter. Weil was wir ja sehen, ist, der militärische Erfolg stellt sich nicht ein. Die wirtschaftliche Lage in Russland ist desolat. Und die Ukraine hat natürlich auch ein Momentum, wo die Menschen in dem Land einfach zusammenstehen und jetzt merken, wir schaffen es, die Invasoren aufzuhalten, vielleicht sogar zurückzudrängen. Wir tun denen richtig weh. Und ich glaube, da ist durchaus zum Teil den Ukrainern auch klar, eigentlich momentan, klar, jeder Tag, den das länger geht, gibt es zivile Opfer in der Ukraine, werden die Städte weiter zusammengeschossen, aber jeder Tag bedeutet auch sehr viele gefallene russische Soldaten. Und also wir sind da ja jetzt und eigentlich, ich glaube, wir haben uns beide nicht gewünscht, dass wir irgendwann mal über diese perverse Eigenlogik von Kriegen reden müssen. Aber sozusagen das scheint ja das, was vor allem auf russischer Seite am Ende eine Rolle spielt, aber es stimmt. Es steht natürlich eine große Frage im Raum. Handelt Putin eigentlich noch rational? Und die zweite Frage ist, welche Informationen liegen ihm eigentlich vor? Manchmal kommt mir das so ein bisschen vor wie in der ausgehenden DDR, wo ja irgendwie die Partei und Staatsführung auch irgendwie geglaubt hat, die Wirtschaft in der DDR, die steht top da. Dabei haben die Lügen der eigenen Bürokratie geglaubt. Und wie das bei Putin momentan ist, das weiß man eben nicht so genau. Und ich glaube, deswegen wird auch immer noch so viel mit ihm telefoniert. Also alle, die mit Putin telefonieren, versuchen, glaube ich, immer auch Informationen an ihn ranzubringen, weil man einfach gar nicht weiß, was nimmt er eigentlich selber da wahr. Aber dennoch muss man ja mal, Sie haben es ja angedeutet, Herr Dr. Zimmermann, über ein Ausstiegsszenario nachdenken. Das kann ja so nicht weitergehen, das darf auch so nicht weitergehen. Und es kann natürlich geschehen, dass man mit diesem Herrn Putin wieder an einem Tisch sitzen muss. Ihre persönliche Einschätzung oder Ihre persönliche Meinung, welcher Preis wäre denn akzeptabel? Können oder wollen Sie sich dazu äußern oder sagen Sie, das ist gar nicht in unserem Ermessen? Sagen Sie, mein Gott, dann soll er halt die Krim bekommen und dann soll meinetwegen die Ukraine neutral bleiben oder werden und nicht in die NATO gehen. Also ich möchte von hier und jetzt, stelle ich mir das nicht vor, dass ich das sagen kann und darf. Es tut mir leid. Also wir sagen die ganze Zeit, dass die Ukraine ein souveräner Staat ist, dass sie die Freiheit und Werte verteilt. Wir sind nicht dabei, wir sind nicht vor Ort, wir sitzen nicht in den Verhandlungen, wir führen keine Gespräche mit Putin und vieles andere mehr. Das ist schon sehr stark der Ukraine da natürlich anheimgestellt, wie sie reagiert. Ich will nicht ausschließen, dass der ein oder andere Staats- und Regierungschef mit Zelensky Kontakt hat und auch mit ihm darüber spricht, wo ist die Grenze an dieser Stelle. Aber ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es ist ein souveräner Staat und auf der anderen Seite hier sozusagen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wir würden, glaube ich, auch damit die Verhandlungsposition sowohl der Ukraine als auch des Westens
Schwächen, ja, sozusagen ohne unsere Rolle in der ganzen Sache jetzt größer zu machen, als sie ist. Aber dennoch, ich halte nichts davon, wenn aus den westlichen Hauptstädten dann solche Ratschläge kommen, weil da ist nichts zu gewinnen. Und am Ende ist es genau so, das können nur die Ukrainer selbst entscheiden, ob sie zu gewissen Dingen dann am Verhandlungstisch bereit wären. Aber nochmal, ich glaube, sie sind natürlich momentan jetzt auch in einer zunehmend guten Verhandlungsposition, weil das ist eben aus dieser David-gegen-Goliath-Geschichte hat sich jetzt doch was anderes entwickelt. Ich möchte vielleicht mir eben, das ist ganz sentimental gedacht, aber das ist auch ein Bild, was mir eigentlich nicht aus dem Kopf geht. Wir haben ja, du hast vorhin gesagt, die vielen russischen Soldaten, die auch fallen. Vermutlich weitaus mehr als ukrainische. Auch mit einer gewissen Moral inzwischen ausgestattet. Ja, weil die merken das ja vor Ort auch. Also wir haben viele, viele junge Männer, Tausende, die inzwischen völlig sinnlos gefallen sind. Wir hatten vor Jahren mal die Situation mit diesem U-Boot, mit der Kursk. Und ich sehe das wie heute noch, die Bilder, da standen die Mütter am Kai oder Reling oder wie man das nennt, und die haben geschrien. Die waren richtig aufgebracht. Und manchmal fragt man sich halt jetzt, wo sind diese Mütter? Wissen sie, dass ihre Söhne gefallen sind? Kriegen die das überhaupt mitgeteilt nach 4 Wochen? Oder was passiert da? Die Menschen sind abgeschnitten von jeglicher fast Information, das stimmt. Aber wird sogar sowas geheim gehalten? Wo sind diese vielen tausend Eltern? Ich glaube, das ist auch, also das stimmt absolut. Und ich glaube, vor denen hat die russische Führung die größte Angst, weil das ist auch die einzige Bevölkerungsgruppe, die in gewisser Weise gegen diese Repression so ein bisschen immun ist, weil auch der Polizeiapparat ist ja auch paramilitärisch organisiert und vor den Soldaten, Müttern haben die auch Respekt. Und deswegen glaube ich auch, dass viele das noch gar nicht wissen von diesem Schicksal. Aber es ist natürlich auch ein anderes Thema, das uns sehr umtreiben muss, dass ganz offenbar diese Desinformation und Zensur innerhalb Russlands doch ziemlich gut funktioniert. Also wir kriegen ja auch Berichte wirklich, dass es gibt ja unfassbar viele Familien, wo jemand in der Ukraine lebt und ein anderer Familienteil in Russland und wo man immer wieder hört, ich meine, ich bin jetzt nicht dabei, aber ich habe jetzt keinen Zweifel daran, dass das stimmt, dass sagt, ja, ich habe meinen Bruder angerufen, der lebt, oder den Onkel oder die Tante in Russland, der lebt hier 100 Kilometer entfernt. Die glauben mir nicht, dass hier alles zusammengeschossen wird. Und das ist natürlich schon etwas, was auf eine ganz erschreckende Art und Weise beeindruckend ist, dass sowas heutzutage funktioniert. Dass man wirklich. Das ist ja sehr hoch. Das sind ja nicht nur die Hälfte, das sind ja, soweit ich weiß, nach Zahlen 80% der Bevölkerung, die dem folgen, was Putin an Informationen rauslässt überhaupt. Also die irgendwie, der auf jeden Fall, die nicht glauben, dass das, was erzählt wird da in der Ukraine, dass das wirklich passiert. Ja. Das ist total ein Lehrstück für Manipulation, die ich auch persönlich nicht für möglich gehalten hätte. Und da sehen wir natürlich auch, was die Gleichschaltung von Medien verursachen kann über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das ist in der Tat auch für uns alle, für die westliche Welt, glaube ich, ja, ein Lehrstück und sehr bezeichnend. Es wird natürlich auch kolportiert, auch in den verschiedenen Formaten, dass das ein Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen ist, der überall stattfindet. Der Kampf zweier Systeme, autokratischer Systeme gegen die liberale Demokratie, gegen die liberalen Demokratien, die in Westeuropa herrschen. Das sehen wir, glaube ich, schon, aber ist das nicht auch eine enorm große Gefahr? Da kommen wir wieder zu dem Thema Dritter Weltkrieg. Was passiert da eigentlich? Geht es da wirklich in der Tat nur um geografische Gewinne, Raumgewinne, oder geht es da letzten Endes darum, dass die Art und Weise, wie wir leben oder wie einige Systeme glauben, dass wir leben sollen, gerade ausgefochten wird? Ist das vielleicht erst der Anfang von vielen schlimmen Konflikten, die ausgetragen werden? Also ich glaube, dass es Putin nicht vorrangig um Quadratmeter oder Kilometer geht. Natürlich in seiner Denke hat die Ukraine, zumindest der Osten des Teil des Landes,
immer schon zu Russland gehört, was so auch nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema. Aber da geht es nicht vorrangig um Vertrag, da geht es sehr stark um Hegemonie, um Einflussnahme und um Abschottung von diesen freiheitlichen Werten, die Sie ja eben genannt haben. Er hat mit der Ukraine ein Land gehabt, das sich in den letzten 10, 20 Jahren in weiten Teilen ganz massiv auf den Weg gemacht hat, auch noch weit davon entfernt, also es war jetzt auch nicht alles bilderbuchhaft, aber sie haben sich auf den Weg gemacht Richtung Westen, in der Orientierung, in der Aufbau und vielem anderen mehr, in unmittelbarer Nähe zu Russland. Und das ist ja das, wovor er am meisten Angst gehabt hat, dass dieser Grundgedanke überschwappt. Und mit Belarus und der Ukraine hätte er auch Richtung Westen ein sehr großes Bollwerk geschaffen, jenseits der Quadratkilometer, sondern ganz einfach, darauf habe ich Einfluss, da passiert mir nichts und da schwappt auch nichts über. 1989-90 gab es von dem Historiker Francis Fukuyama die berühmte Aussage vom Ende der Geschichte, ja, der Kalte Krieg zu Ende, Freiheit überall, die Befreiung der Völker. Jetzt hat man in den Jahrzehnten danach immer wieder festgestellt, okay, es war doch nicht das Ende der Geschichte, aber wir sehen natürlich diesen Wettstreit der Systeme, der erlebt ein Revival und der ist natürlich mit Blick nach China für uns wahrscheinlich noch um einiges relevanter, weil natürlich das russische System liefert ja nicht für seine Menschen. Also kein Mensch in Russland glaubt, das ist irgendwie das überlegene System hier, weil sie haben keine Freiheit, die haben keinen wirtschaftlichen Fortschritt, sie haben vielleicht ein bisschen Sicherheit, aber in einem Land mit viel Korruption, mit viel organisierter Kriminalität. Also ich glaube, so richtig ist das an der Stelle nicht der Punkt. Aber natürlich ist es ein Wettkampf der Systeme, den aber vor allem, glaube ich, eben die eher autoritären, autokratischen Systeme fürchten, weil natürlich dieses Thema von Freiheit und Entfaltungsmöglichkeit, von Mitsprache, das ist ja was, wovor diese Systeme Angst haben müssen, weil es nämlich genau die Dinge sind, die es dort nicht gibt. Und insofern hat man da, glaube ich, von Seiten Putins da schon große, große Sorgen. Aber es ist ja auch wichtig, dass wir bei uns selbst schauen. Und da muss man natürlich sagen, haben wir es uns in den letzten 10, 15 Jahren ja auch nicht leicht gemacht. Und jetzt rede ich mal nicht von Deutschland als singulär, sondern insgesamt. Wir haben die Trump-Ära in den USA erlebt, wir haben den Brexit erlebt, wir haben viele Dinge erlebt, wo wir uns mit unseren westlichen Demokratien schon auch ja, selbst im Weg stehen und wo aber natürlich auch die Bevölkerung in unseren Ländern Freiheit und Demokratie einfach für Gott gegeben angesehen hat und, glaube ich, wenig realisiert hat, dass man auch was dafür tun muss. Und das ist natürlich deswegen, glaube ich, für viele jetzt auch ein Realitätsschock, dass das eben nicht einfach so da ist, sondern dass man gegebenenfalls für diese Freiheit auch einstehen muss und im schlimmsten Fall sogar kämpfen muss. Das ist was, muss man ja auch sagen, wir leben im Jahr 2022. Das heißt, wir reden nicht irgendwie von den Teenagern, die den Kalten Krieg nicht erlebt haben, sondern wir reden ja von Anfang und Mit-30ern, die mit dieser ganzen Situation überhaupt nichts anfangen können. Und ich glaube, das spielt hier bei uns jetzt gerade in der Gesellschaft auch eine große Rolle. Ich stelle mir vor, wenn Olaf Scholz nicht am 27. Februar, sondern am 27. Juli letzten Jahres gesagt hätte, 100 Milliarden für die Bundeswehr. SPD hätte die Wahl wahrscheinlich mit Pauken und Trompeten verloren. Mit keinem Verständnis oder sehr wenig Verständnis für gehabt. Jetzt ist eine andere Situation und jetzt wird es begriffen. Wir hören nichts aus der Bevölkerung, dass die NATO an den Grenzen massiv hochfährt. Ja, die ganzen Länder rundherum, was glauben Sie, was im Moment in Litauen und Lettland gedanklich los ist? Ja, das sind kleine Länder. Von Moldawien will ich überhaupt nicht reden. Die sind weder EU noch NATO. Das wäre ja fast nur ein Haps sozusagen. Ja. Also da geht schon vieles um an dieser Stelle.
Also insofern ist das bemerkenswert, wie das kam. Jetzt kommt natürlich aber die Situation oder die Frage dazu. Wir wissen ja nicht, wie es weitergeht. So. Im Moment steht im Raum das Thema Gas, und zwar in beide Richtungen. Also stellen wir ab, stellen die ab. Stellen die ab, wenn wir nicht mehr in Rubel bezahlen. In Rubel können wir aber nicht bezahlen. Also das ist im Moment so, das, was im Moment, glaube ich, am meisten herumgeht an dieser Stelle. Aber angenommen, das läuft jetzt wochenlang noch so weiter, wie es jetzt ist, so schrecklich, wie es ist, dann ist es, glaube ich, auch ein Stück weit unsere Aufgabe, dennoch die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Weil es drängt sich auch viel in den Hintergrund. Bilder werden, so schlimm wie es ist, man gewöhnt sich dran. Ja? Man geht wieder anderen Sachen danach. Man feiert fröhlich seine Feste, warum auch nicht, will es auch nicht, um Gottes Willen. Aber diese Aufmerksamkeit, die dafür, was sich geändert hat und nicht nur für ein Jahr, selbst wenn der Krieg vorbei ist, sondern für eine sehr, sehr lange Zeit. Der Jens hat vorhin ein Land genannt, das kommt auch für mich viel zu kurz. Das ist China. Also wir konzentrieren uns jetzt extrem stark auf das Thema Russland. Aber wir sollten ab und zu mal beobachten, was dieses Land gerade in diesem Konflikt macht oder nicht macht. Das kann uns nicht egal sein. Wenn ich Schülergruppen habe, dann empfehle ich denen immer, sich mal eine Karte der Welt anzugucken. Da ist Europa so klein, so klein. Und wir brauchen 26 Nationen, um gerade mal 500 Millionen zusammenzukriegen, Menschen. Und dann kommt der Riesenblock Russland und dann der Riesenblock China und die nächste Atommacht Indien. Also das darf man nicht unterschätzen. Und insofern, um dieses dann doch wieder vergleichsweise kleine Land Ukraine, rankt sich im Moment verdammt viel. Vielleicht nicht der Dritte Weltkrieg, aber darüber hinaus, okay, auf die Zukunft. Welche Rolle kann denn Deutschland spielen? Also weil Sie jetzt gerade sagen, dass im Vergleich zu Russland und China, wenn man es in Relation sieht, ist ja Deutschland nur ein kleiner Teil von Europa. Was kann man überhaupt tun? Was ist denn jetzt mit den Energielieferungen? Also jetzt, Sie sagen ja, man kann einfach abstellen, zustellen von beiden Seiten, aber es ist ja einfach zu sagen, man ist moralisch, aber was ist denn auch realistisch umsetzbar? Ich habe Deutschland nicht vordergründig genannt, ich redete von Europa. Genau, ich meine jetzt... Ein Land alleine. Ich weiß, der Fokus ist sehr stark drauf und ich glaube, dass, nein, ich bin der Überzeugung, ich höre es auch immer wieder, dass insbesondere aus Europa schon viele nach Deutschland schauen, weil wir einfach der Größte sind. Wir sind auch wirtschaftlich der Stärkste. Das heißt, andere sehen in uns eine Führungsrolle, die wir bitteschön auch in Anspruch nehmen sollen, aus dieser Gegebenheit heraus, ohne jetzt überstolz zu wirken. Beim Thema Energielieferung, das ist faktisch das letzte scharfe Schwert, theoretisch, was dann ein Stück weit zur Verfügung steht. Es gibt jetzt einige europäische Länder, die sagen, wir sind bereit dazu, eigentlich die Mehrheit. Aber von denen, die wiederum die Mehrheit bilden, sagen dann doch wieder einige, lasst uns mal gucken, ob die Sanktionen schon wirken. Weil es wird zu viel Ausnahmetat, also sie können es umgehen, sagen wir mal so. Weil die Yachten fahren kreuz und quer durch die Weltmeere und suchen sich ihre Häfen, haben sie teilweise auch gefunden, wo ihnen nichts passiert. Es wird Vermögen an Familienmitglieder übertragen von diesen Oligarchen. Also sie suchen sich gerade so ein bisschen ihre Nischen. Ich habe gesagt, dass mit der Rubelzahlung, das ist nicht ungeschickt. Der Rubel ist gar nicht so stark verfallen, weil er sofort reagiert hat. Der ist im ersten Moment nach unten, aber inzwischen ist er wieder ziemlich weit oben. Und das, wir würden ja indirekt ihn stärken, wenn wir jetzt in Rubel bezahlen. Deswegen wurde auch gesagt, nee, machen wir nicht. Wir würden auf eigene Sanktionen umgehen, aber das ist jetzt zu technisch. Mit dem Restrisiko, dass er sagt, ich drehe euch sozusagen den Saft ab. Das wird sich in guter Weit entscheiden, ne? Glaube ich, wie ich das so... Ich denke, dass wir werden sehen, er verdient natürlich schon ziemlich viel Geld damit und je höher die Energiepreise sind, perverserweise, desto mehr verdient er ja noch daran. Er kann natürlich momentan mit dem Geld nur bedingt was anfangen. Ja. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt und wir müssen natürlich auch schauen, die Länder in Europa, die, sag ich mal, mit da am forschesten vorangehen wollen, mein Eindruck ist, es verhält sich umgekehrt proportional mit der Menge an russischem Gas und Öl, das man importiert. Also es ist relativ leicht, mutig zu sein bei einer Maßnahme, die einen selbst
nur teilweise betrifft. Und ich sag mal, ich glaube, es wird momentan ja alles dafür getan, darauf vorbereitet zu sein, alternative Bezugsquellen, Speicher zu füllen und so weiter und so weiter. Ich habe nur den Eindruck, dass einige sehr schnell mit dieser Forderung unterwegs sind. Also ich gab ja auch einen, sozusagen Joachim Gauck als ehemaliger Bundespräsident hat ja per Bild-Zeitung gesagt, frieren für die Freiheit. Das ist sozusagen mit einer Bundespräsidentenpension schnell und leicht gesagt, aber wir haben uns ja jetzt auch in den letzten Wochen sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir die Menschen entlasten können, die jetzt schon mit den gestiegenen Energiepreisen konfrontiert sind. Und deswegen sage ich, es muss einem einfach nur klar sein, dass wenn man an dieser Stelle eben sozusagen schnell und hart ist, dass man dann auch mitunter einen sehr langen Atem brauchen wird, um mit den Auswirkungen umgehen zu können. Jetzt haben wir so ein bisschen zeitlich insofern den positiven Umstand, dass wir jetzt auf den Sommer zugehen, sozusagen. Das heißt, frieren ist jetzt etwas, was vielen Leuten gerade nicht mehr so im Kopf gerade ist, aber das wissen wir ja auch, an Ostern wird es dann wieder schneien. Aber das muss man einfach nur wissen. Also sozusagen, ich kann diese Gaspipeline in Anführungszeichen nur einmal abdrehen und dann ist es erstmal so. Klar, man kann die irgendwann auch wieder aufdrehen, aber ich sage einfach nur, die Auswirkungen in Deutschland wären schon deutlich. Nichtsdestotrotz, man kann am Ende irgendwann auch sagen, okay, es ist einfach notwendig. Sanktionen, unter denen niemand spürt bei sich selbst, sind in der Regel welche, die nicht sonderlich effektiv sind. So, das gehört schon auch dazu. Kleine Abschlussrunde, wäre zu viel gesagt. Ihr Wunsch, wie geht es weiter? Wie könnten Sie sich ein positives Szenario innerhalb dieses furchtbaren Krieges vorstellen? Ein realistisches Szenario, wie könnte dieser Krieg jetzt wirklich zu Ende gebracht werden? Kann ich von der jetzigen Warte aus unmöglich sagen, weil ich nicht weiß, wie Putin reagieren wird in den nächsten Wochen und Monaten. Tut mir leid. Also das ist, natürlich wünscht sich jeder, dass es vorüber ist. Natürlich wünscht sich jeder, dass die Ukraine und Russland da zu einem Ergebnis kommen. Aber Stand jetzt sind die Fronten einfach unglaublich verhärtet. Das ist so. Ich kann es Ihnen nicht sagen, wie es ausgeht. Was soll ich Ihnen sagen? Was weiß ich? Ukraine sagt, okay, was weiß ich, wir behalten die Krim und die zwei östlichen Republiken und der Rest ist uns egal und dafür hören wir jetzt auf. Das können sie nicht. Das wollen sie auch nicht. Ja, also insofern ist das auch nicht meine Maxime. Ich betone nochmals, ein souveräner Staat. Wir dürfen ja auch eins nicht vergessen, alles was in der Ukraine jetzt passiert, mit welchem Ergebnis auch immer, hat unmittelbar Einfluss auf andere Situationen, die dann eventuell in Zukunft noch kommen. Also das ist ja nicht gesagt, es geht zu die Ukraine und gut ist, sondern die Frage ist, wo es anfängt und wo es endet. Und deswegen spielt das eine ganz, ganz große Rolle. Ich kann Ihnen aber Stand jetzt nicht sagen, wann und wie es ausgeht. Ja, das steht natürlich in den Sternen. Es, sag ich mal, ein Szenario könnte tatsächlich natürlich so aussehen, dass in der so ein paar Sachen, die in den letzten Tagen sich so ein klein bisschen andeuten, also sprich, dass sich Russland auf diese östlichen Gebiete konzentriert und in Truppen in diese Richtung verlegt und es könnte am Ende zu einem, vielleicht zu einem eingefrorenen Konflikt werden, sozusagen, wo Frontlinien sich irgendwie quasi zementiert werden, wo aber sozusagen dann wenig Bewegung drin ist und was dann, sag ich mal, auch den Raum für längere Verhandlungen ermöglicht. Aber sozusagen auch ein solcher Zustand wäre keine Lösung des Konfliktes, weil die Lösung des Konfliktes kann eigentlich nur in dem Abzug aller russischer Truppen vom Gelände, vom Territorium der Ukraine bedeuten. Nur in diesem Szenario gäbe es ein tatsächliches Ende des Konfliktes und dann gäbe es mit Sicherheit noch jahrzehntelange Diskussionen über Reparationszahlungen oder ähnliches. Also insofern, man weiß es nicht, aber ich glaube, was ein wichtiges Ergebnis
so oder so diese Situation sein wird, ist, dass der Westen unsere Bündnisse, in denen wir uns befinden, gestärkt aus dieser Situation hervorgehen wird, weil wir mussten ganz offensichtlich einmal in den Abgrund schauen, um zu verstehen auch, was wir daran haben. Und das wird in jedem Fall bleiben. Besten Dank. Danke auch. Interessantes Gespräch. Hoffen wir auf bessere Zeiten.